Oh, naja. Hier ist wieder, ja, Eisenbarren. Das freut mich auch. Flöte. Okay, diese Rieglinge scheinen ja irgendwie ein Faible so für künstlerisches Zeug zu haben, auch wenn sie wahrscheinlich nicht wissen, was man damit anfängt. Aber ich probiere jetzt einfach hier mal durch. So, was soll's. Geht's? Nein. Tja, schade. Jetzt? Nein. Schade. Jetzt? Na, komm. Ja, bitte, geht doch. So, und hier vorne sehe ich schon wieder ein... Ach ja, da oben geht's weiter erstmal. Und hier sehe ich eine Truhe und ein Wort der Macht. So, was kriegen wir denn? Was kriegen wir denn? Oh, ich freue mich so. Hoffentlich was Gutes. Wind, Zyklon. Ja, super. Dann können wir gleich wieder ein neues Wort der Macht ausrüsten, in Anführungsstrichen. Oder aktivieren vielmehr. Und diese Truhe war immer sowas von unnütz. Naja, ein bisschen Gold. Jetzt können wir aber wieder weiter gucken, deswegen, weil hier geht es ja noch ein Stückchen voran. Ach ja, ich rüste erstmal den Schrei aus. Darf man nicht vergessen, weil ansonsten vergisst man es nämlich. Und dann hat man irgendwann es vergessen. Und wenn man es vergessen hat, dann ist es wahrscheinlich in Vergessenheit geraten. So, Zyklon. Ach ja, das erste Wort erst. Naja, gut. So, eine Drachenseele haben wir noch. Ja gut, en masse ist es jetzt auch nicht, aber naja. So, und hier sind wir bei dem nächsten schwarzen Buch angelangt. Ja, und hier hinten geht's raus. Tja, gut, dann gucken wir mal da drin, nicht wahr? Vorher speichere ich am besten nochmal. Einfach aus Grund XYZ, falls wir sterben. So. Ja, ich schalte die Konsole schon nicht aus, musste keine Bange haben. Und damit hinein in das Reich von Ameos Mora. Ich kann jetzt mal gar nicht lesen, was da steht. Könnt ihr vielleicht lesen auf Pause oder so. Hui. Muss ja auch eklig sein, immer mit diesen komischen Tentakeln da. Hm. Naja. Gut, wir sind ja ein Held, da hält man das aus. So, und da wird ja ordentlich gespeichert. Ich freue mich. So, begonnen. Schwarzes Buch, unerzählte Legenden. Ja, super Sache das. Ja, das verborgene Wissen des schwarzen Buches. Wie immer. Und ich gehe mal gerade in den First-Person-Mode wieder. Auch wenn ich den... Na gut, Third-Person ist jetzt auch nicht so schlimm. Der war ganz lieb gewonnen, so vor allem im Solo-Spielen offscreen. Auf einem anderen Safe-Game. Da nutze ich den relativ oft mittlerweile. Für der Magie. Ja, da kann man sich übrigens seine Magiker aufladen. Das war schon das erste Kapitel, ich bin ja entsetzt. Kapitel 2. Naja, gut. Geht ja einigermaßen voran, insofern beschwere ich mich nicht. Okay. Ich wette, hier gibt es gleich wieder Sucher bis zum Abwinken. Man kann natürlich hier auch einfach durchrennen, aber dann kriegt man die ganzen Schleicher natürlich nicht mit. Hallo, Schleicher. Ja. Stirb, stirb, stirb. Bam, 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 bam. Übrigens, muss entschuldigen, wenn ab und zu mal so ein paar kleine Krisseleien auftauchen. Auf dem Bild, weil ich nehme jetzt hier wieder ein bisschen anders auf. Nein! Ach scheiße! Jetzt ist der Schleich einfach wieder runtergefallen. Aber wenigstens haben wir ein bisschen was irgendwas geskillt. Insofern. Ich habe gar nicht gesehen, was wir übrigens geskillt haben. Das ist mir vollkommen entgangen. Also mehr zwei unterschiedliche Wege. Ich muss natürlich gucken, welches Kapitel wir jetzt hier zuerst nehmen. Kapitel 4 haben wir hier einmal. Auf der anderen Seite ist Kapitel. Ja, was eigentlich? Kapitel? Kapitel 3. Dann gehen wir erstmal ins Kapitel 3, damit wir auch nichts verpassen. So an Kämpfen und sowas. Ich finde es ja ärgerlich, dass der Schleicher gerade runtergefallen ist. Die haben immer so viel Loot dabei. Oh. Hallo. Ja, ist klar. So, der ist Matsch. Okay. Gewöhnlicher Seelenstein und ein Kokon. Das ist mal so truhenmäßig. Großer Seelenstein. Hm. Ja, da können wir nur wieder zurück. Kapitel 2. Weil ja leider ansonsten hier nichts ist. Aber war jetzt nicht weiter schlimm, der eine Kampf. Was soll's? Der eine Krampf.
Und damit wieder zurück. Ich frage mich, Kapitel 4 müsste ja dann weiterführen, sozusagen. Ja, da sieht man schon, wo es hinführen wird, da oben hin. Weil eigentlich ist es eine Karte, man wird nur wieder teleportiert. Zum Glück. Dadurch sind die Ladezeiten noch nicht so lang. So, deswegen, weil wir standen gerade eben da unten, jetzt stehen wir hier oben. Verstehe sowieso nicht, wieso da überhaupt geladen wird. Naja. So, hier haben wir wieder Magicka. Hui. Und ich glaube, wir hatten sowieso volle Magicka. Insofern, was soll's eigentlich? Gegner? Ja, da hinten ist einer. Ich sehe dich doch, toller Schleicher. Mist. Ist nicht getroffen. Mist. Schade. Schande über dein Haupt. Egal. Gut, was soll's. Ich hau jetzt einfach drauf. Haben die wieder neue Typen beschworen, ja. Ja, ist klar. Ich hau wieder einfach nur drauf, ohne Rücksicht auf Verluste und auch nicht ohne Rücksicht auf links, rechts. Weil das ist sowieso das Beste. Ist hier ein Schleicher oder was sehe ich da hinten? Ja, ich glaube, das ist noch ein Sucher. Nehmen wir den schnell auch nochmal hops, bevor der hier wieder 50 Millionen Gegner beschwört. Ja, jetzt stirb. Ist doch in Ordnung. Ja, jetzt. Stirb einfach. Ich verstehe sowieso nicht, was der hier mit Dingens zu tun hat. Mira-Ark. Die Viecher scheinen ja eher unabhängig zu sein. Weil eigentlich... Ach ja, Frostbiss. Haben wir schon. Eigentlich... Hamios Mora ist uns ja insofern wohlgesonnen. Er sollte ja eigentlich nicht wünschen, dass wir in seinem Reich immer wieder aufs Maul bekommen. Insofern werden die wahrscheinlich schon irgendwie selber eigenständig irgendwas machen. So, ich schnapp mir gerade mal die Ausdauer. Dann sind wir wieder voll gefüllt sozusagen. Und hier hinten liegt noch ein bisschen Überreste-Zeug. Na gut. Kann man wieder ordentlich was verkaufen nachher. Mensch. Hier wird man auch wirklich mit Geld überhäuft. Fast nicht mehr schön. So, ich halte auch immer nach Lehrbüchern Ausschau, aber soweit ich weiß, sind die meisten hier keine Lehrbücher, die man findet. Insofern, naja. Ein schwarzer Seelenstein, ach schön. Ein großer Seelenstein, auch sehr schön. Und wir können nicht mehr rennen. Wieso eigentlich schon wieder? Können wir es damit beantworten? Ach, ein Lehrlingskokon, kenne ich auch noch nicht. Ich wusste gar nicht, dass man Kokons verschließen kann. Sehr merkwürdig. Vor allem haben alle immer genau das gleiche Schloss. Merkwürdig, merkwürdig. Eine Verschwörung des Schlossers. Ach, hui, neue Stufe. Woo. Toll. So, und ich glaube, ich packe mal gerade ein paar Sachen wieder hier rein. Der dem der geringen Veränderung, bla. Am Anfang war das Omelette, auch toll. Wir haben so viele Halsketten hier, das gibt's ja gar nicht. Wow. Wow. Schuppenrüstung der Beschwörung, wieso habe ich eine Schuppenrüstung mit? Ja, gut. Wir haben hier so gut wie nur Heizketten dabei. Hm. Tja, hier ist anscheinend nichts, was uns groß schwerer macht. Dramens Bogen, Drachenfluch, Ebenerzschwert. Hm. Also hier ist nichts eigentlich. Merkwürdig, merkwürdig. Briefe, Bücher, sonst was. Wir haben ziemlich viele Bücher dabei. Kann da nichts. Ach ja, doch. Ich flieg die gerade alle mal durch. Ah ja. Gut, haben wir ein paar Dinger erlernen können. Was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Und hier haben wir sicher auch wieder ziemlich viel Stuff dabei, der unnütz ist. 14 schwache. Und wie viele mächtige? 7 mächtige, meine Fresse. Und 2 mächtige, nochmal. Und einen schwarzen, normalen. Hm. Naja, gut. Und 27 armselige, ah, gut. Können wir ordentlich mal nachher, wenn wir irgendwann mal soweit sind, verbessern. Ich muss doch irgendwo so ein Dingens sein. So ein, ihr wisst schon. Wie heißen die denn, diese Dinger? Diese komischen Öffner, diese Schalter, was weiß ich. Ach ja, da genau, da hinten. Ein Skrier, keine Ahnung. So, danke sehr. Und das Ding auch noch. So, jetzt ist das da drüben, uff.
können wir da auch noch weiter. Und jetzt können wir da, glaube ich, in der Mitte das Ding endlich mal aufmachen. Ja, ja, nein, ja, nein, keine Ahnung. Doch. Ah ja. Die Frontaltür sozusagen ist aufgegangen. Das freut mich ja. So. Und da vorne ist jetzt auch das nächste Buch wieder offen. Super. Ach, und hier ist ein Kokon. Beim Behälter. Elfenschild. Aedra und Daedra. Ach so, Aedrische oder Daedrische. Ja gut. Was soll's. Gold. Seelenstein. Rolle des Schreckenzombies. Nordkriegsaxt des Gefrierens. 25 Schaden. Ist schlechter als unsere Sache. Sieht aber geil aus. Ja gut, was soll's. Können wir nicht mitnehmen, weil wir haben zu viel Gewicht dabei. So. In Kapitel 5 hinein. Ich frag mich, wo wir da hier rauskommen müssen. Ah, okay, gut. Durch die Wand durch sozusagen. Wir haben ja sowieso voll Magiker, insofern, wieso sollte ich da ranklicken? Naja, hier kommen sicher gleich wieder Sucher bis zum Abwinken, oder? Oder Schleicher? Nee, komm, Sucher. Wetten. Wetten, Sucher, Wetten, Sucher. Sieht doch alles nach Sucher aus hier. Fest von überzeugt. Hallo, Sucher, Sucher, Sucher? Nee. Was ist das schon? Ach. Das war's schon. Na gut. Dann gucken wir mal rein. Abgeschlossen, schwarzes Buch, unerzählte Legenden. Hurray. Und was gibt's so? Was gibt's denn so? Was gibt's denn so? Ah, Bardenwissen und geheimer Diener und Schwarzmarkt. Gucken wir uns mal an, was das alles ist. Also erst einmal geheimer Diener, Bardenwissen. So, Bardenwissen beschwört eine spektrale Tomme, die für dich spielt und die Ausdauerregeneration für dich und Verbündete in der Nähe erhöht. Ja, gut, nee. Ist jetzt nicht so der Ober-Mega-Hammer. Geheimer Diener beschwört einen Demora-Diener, der deine überzähligen Gegenstände trägt. Ja, gut. Wir haben ja im Endeffekt sowas bereits durch den Gefährten. Und das letzte, das ich eigentlich wollte, war Schwarzmarkt. Schwarzmarkt beschwört einen Dremora-Händler, um mit ihm zu handeln. Und dieser Händler ist unglaublich gut, um Geld zu scheffeln. Und ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. So. Hurra! Jetzt können wir gerade mal sogar den ausprobieren. Ich hau den mal direkt auf den Favoritenruf. Und jetzt, komm mal her. Ah ja. Da ist er! Ein frischer Sterblicher, der mit mir handeln will. Ja, anscheinend. So, ich habe ein paar Dinge zu verkaufen. Euch zu feilschen kann so erheiternd sein. Ah ja. Diese Dremora-Händler sind irgendwie immer sehr witzig. Der verschwindet schon gerade wieder, seht ihr? Der braucht immer nur, der ist mal nur 15 Sekunden da und dann ist er sofort wieder weg. So, der hat hier ziemlich viel Krempel dabei. Eigentlich nicht. Der dient eigentlich vor allem dazu, dass wir ihm Stuff abladen gehen. Mehr macht er nicht. So, und ich packe dem auch gleich ein paar Sachen darin. Das Ebenerzschwert. Jetzt ganz ehrlich, das kriegen wir sowieso nicht besser als Ebenerz Kriegsaxt. Insofern verkaufen wir ihm das mal. Dann, was war noch so? Na gut, die Rieglingsspeere könnten wir eigentlich auch mal alle loswerden. Bringen ein bisschen was. Zwergenbolzen, Zwergenpfeile. Zwergenbolzen sind eigentlich ganz schön, wenn wir wieder mit Armbrust rumschießen wollen. Na gut, die alte Spitzhacke will ich jetzt nicht wegwerfen. Dann können wir hier mal die ganzen Amulette verwerfen. Wiederherstellungszauber. Ich mache übrigens extra keine Amulette, also hau übrigens extra nicht das Redekunst oder so Amulett drauf. Weil ansonsten, ja, hat er bald kein Geld mehr und dann können wir ihm nur ein bisschen Kram geben und dann hat es sich überhaupt nicht gelohnt. Tja, gut, also ein... Ja, gut, was machen wir? Das kann auf jeden Fall weg. Diadem der Alchemie behalte ich mal. Veränderungszauber kann auf jeden Fall weg. Gehört Diadem mit Rubin. Ja, gut. Behalten wir am besten alles mal. Dann haben wir hier... Ach ja. Was denn? Ach ja. Hier steigert die Magieresistenz, kann weg. Die Tränke behalte ich gerne. Den Taschendiebstahl, ja, behalten wir auch am besten mal. Man weiß ja nicht. Stärken Magiker um 20, kann weg. Blocken sowieso. Leichtes Schleichen kann auch weg. Einige Angriffe. Puh, ja, was soll's. Tja, behalten wir mal.
Der Erdnungsrober der Zerstörung kann auf jeden Fall weg. Hauskaiserliche Anhänger brauchen wir noch. Gut, die steigert Ausdauer um 20. Auch, eigentlich brauchen wir die ganzen Dinger mal. Vielleicht. Das kann. Ach ja. Da hat er schon kein Geld mehr. So. Und weg ist er auch sofort wieder. Naja. So, wir haben ja schon Schwarzmarkt aktiviert. Wir müssen jetzt nach Solzheim, nicht wahr? Ja, genau. Also auf nach. Achso, wir. Haben wir jetzt endlich mal. Ja, super, danke. So, dann haben wir jetzt den Schwarzmarkt mitgenommen und könnten immer unseren Stuff schnell verkaufen. Beziehungsweise eine Menge Geld schaffen. Also ordentlich ist jetzt übertrieben, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel schneller geht das. Wenn man immer im Dungeon zwischendurch mal stoppen kann und überflüssigen Krempel verkauft. So, ja, da wird wieder gespeichert. Sehr praktisch. Und ich gehe mal in Third Person wieder. Das Buch haben wir mitgenommen, ja. Supi! So, nach Benkongerike oder was auch immer. Wie auch immer dieses komische Örtchen hier heißen mag. Und das war eigentlich schon alles, was es hier zu suchen gab. Ich glaube, hier gibt es noch gleich eine kleine Truhe am Ausgang. Mir war so. Aber ansonsten, ja. Ist da eigentlich nicht mehr so viel zu wollen. Ach ja, guck mal. Urnen. Gold. Super. Urne mit Gold und starke Heilung. Ja gut, die starke Heilung nehme ich gerne. Und Lydia ist auch wieder da. Na super. Ist immer ganz witzig, wenn man so mit 4-5 Leuten im Schlepptau durch die Gegend staffelt. Also ich meine, questbedingt und so. Obwohl, dann geht ja eigentlich meistens so mit Zweien. Jetzt durch den Troll theoretisch mit Dreien. Ja genau, die Truhe hier hatten wir schon am Anfang ausgenommen. Insofern, ach was soll's. So, geh mal wieder ans frische Tageslicht. Oh, glitzert das alles hier. Schön. Und da lächelt uns gleich wieder so ein blödes schwarzes Buch an. Mann. Obwohl die Dinger eigentlich ziemlich nerven. So über die Zeit. Weil diese Dungeons sind jetzt nicht sonderlich abwechslungsreich und tja, gut. Es sind eher doch nervig, die ganzen Dinger zu farmen. Aber es bringt einem im Spiel einfach sehr viel. Weil man da wirklich teilweise, zum Beispiel im Schwarzmarkt, sehr tolle neue Sachen freischaltet. Insofern, naja. Gut, sind wir wieder draußen. An der frischen Luft sozusagen. Und jetzt würde ich gerne doch mal. Ja, was eigentlich? Wir können ja gerade mal mit dem Nedorf reden. Übrigens, mehr schwarze Bücher kenne ich gar nicht. Das war das Einzige, was mir geholt hatte. Da hinten sieht man das Skaldorf übrigens. Tja. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Dungeons noch. Ich guck mal gerade da oben. Weil jetzt sind wir schon so in der Nähe. Dann können wir die gerade mal alle aktivieren. Und wieso eigentlich nicht? Da oben ist es lang. Ja, sehe ich gleich einen Eistroll. Tja. Da backen wir uns gerade ein bisschen hoch und runter. Auch super. Der müsste da oben sein, oder? Der neue Dungeon. Naja, gut. Erstmal neue Stufe. Ja, was eigentlich? Gesundheit, Ausdauer, Maika. Übrigens, neuer Erfolg. Experdi. Auch ruhig Ausdauer. So. Jetzt können wir mal durchklicken, gerade eben. Wir haben Zerstörung immer noch nicht aufgelevelt. Ist eine Schande. Schmiedekunst auch noch nix. Leichte Rüstung. Ach, da könnten wir jetzt ganz toll unsere gescheateten Punkte sozusagen raufhauen. Tja. Aber nee, stimmt gar nicht. Der zeigt uns auch nur 60 Punkte an. Wir könnten jetzt eigentlich hier mal dieses wiegt nichts, bla bla. Machen, aber boah, ob wir das jetzt brauchen? Die sind ja sowieso mal ziemlich leicht. Was haben wir denn noch so einhändig? Könnte man mal gerade gucken. 60 Punkte, da hier können wir was verbessern. Eigentlich nicht schlecht. Doppelwirbel brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Das Gemetzel, was macht denn das? Angriff mit Kriegsechsen versuchen, verursachen größeren Blutungsschaden. Aber das können wir sowieso nicht machen, oder? Ja, brauchen wir 90 Punkte für. Das geht nicht. Was haben wir hier noch so? Knochenbrecher. Ja, kritischer Angriff. Also Sprint. Ja. Sollten wir uns vielleicht diesen Punkt mal sogar sparen? Ach nee, ich mache jetzt Landsknecht. So, was soll's. Gut. Da vorne ist ein Eistroll. Das sind zwei Eistrolle. Oh mein Gott. Habe ich gerade wirklich... Ja, geil. Mist. Ist der schon tot?
Ich glaube, die haben wir beide ziemlich schnell umgeklatscht. Erstaunlich. So. Und wir sind jetzt wirklich Experte. Ist ja interessant. So. Hat die eigentlich die Ebenerzrüstung an? Ja, hat sie. Sieht ja toll aus. So. Müssen wir eigentlich irgendwann nochmal Vulkanglasrüstung oder so finden für uns selber. Das würde uns noch fehlen. So, wo sind wir denn hier angelangt? Ach ja. Aha, interessant. Oh. Ich erinnere mich hier an was. Erstmal, oh lecker. Ein Plünderer. Hui, wie viel Gold die dabei haben. Das ist ja fast unnormal. Mensch. Tja, gut. Puh. Sieht ja lecker aus und einladend vor allem. Tja, was soll's. Hier ist noch mehr Zeug. Davon liegt noch irgendjemand rum. Hallo? Ein Plünderer. Oh, und ich sehe gerade schon oben auf der Minimap, auf der Minimap ist gut, auf dem Radar, da tauchten gerade noch mehr Gegner auf. Ah ja, guckt alle mal. Oh. Was ist denn du für einer? Ein Wehrbär. Da fuck. Oh, scheiße. Ich glaube, die kommen hier nicht hoch. Kann es sein? Could it be, dass sie hier nicht hochkommen? Ja, gut. Rüsten wir mal gerade eben Feueratem aus. Ja, machen wir mal. So. Nein! Okay, Lydia lebt noch. Das erinnert mich gerade an was. Tschüss. Wir haben ja einen Gefährten, aber insofern sollten wir nicht sterben. Okay, gut. Die kommen, die beruhigen sich gerade wieder. Ja, trink ruhig. Schade. Ich glaube, ich speichere gerade eben. Da fuck, wo rennt er hin? Ich speichere gerade eben mal. Einfach damit wir nicht Lydia verlieren, weil es hat mich gerade zu sehr daran erinnert, dass wir Lydia auch mal verlieren könnten. So. Lebt ja zum Glück noch. Insofern. Ja. Ich bin froh. Hallo? Nein! Ja, jetzt stirb einfach. Geh drauf. Ja, gut. Wehrbären. Unschöne Sache, unschöne Sache. Wo rennen die eigentlich hin? Ist ganz ehrlich. Hör auf damit! Der klatscht mal Lydia um, das bringt's doch gar nicht. Ey, du blöder Wehrbär. Komm her! Wehrbär, na, wer? Wer ist Bär? Tja. So! Ach, so einen Drachen beschwören wir? Ist ja geil. Schau mal, greif mal an, du blöder Drache. Ach. Cool. Ist ja witzig. Hätte ich so nicht gedacht. Ist wie, ah Mist. Ist wie so ein Eisgeist oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Mach ihn kalt. Supi. Hat sie sogar direkt... gut, beim Wort genommen. Die haben sowieso nichts dabei, die blöden Wehrbären. Insofern, was soll's. Na, lebst du noch, Lydia? Ja, sieht ganz danach aus. So, hatte ich gerade echt ein bisschen Angst, dass die uns wieder wegstirbt. Kommt ja zu häufig vor. So, und was meint denn hier? Ein Kaninchen. Das ist ein Sarkophag, aber da kann man nicht reingucken, leider. Schneefuchs, ach ja, die Armen. Kommt mir so vor, als hätten die Wehrbären ein kleines Problem mit Werwölfen. Wegen Wehrwölfen. So. Haben wir hier gerade mal dieses Ding entdeckt. Ein bisschen rumgeklatscht, aber naja. Der eine Wehrbär hat sich, glaube ich, verpisst. Oder wie war das? Da war der hier immer noch. Ich sehe da oben doch immer noch so eine Höhle. Die können wir auch mal gerade entdecken. Ist die hier oben drauf ganz oben? Oh. Hallo, Eistroll. So. Bam, bam. Ja. Rutsch doch weg. So, da oben ist ein Berg. Oder was ist das? Dieses komische Symbol da. Ich kann hier nicht hoch. Doch, komme. Ah, super. Ja, jetzt. Den schaffst du doch noch, den Sprung. Jetzt komm. Ah, nein. Jetzt.
Mit dem Pferd ginge das sicher. So, jetzt. Na, jetzt 3 Meter noch. Jetzt, ja, geht. Ja, kriegst du. Kriegst du. Ah, ich hab keinen Bock, einen Seitenpass nehmen zu müssen. Jetzt komm. Schaffst du doch. Ah, so ein Mist. Ja, gut. Geil. Müssen wir wohl hier außen rumtingeln? Ja, nee. So geht's auch nicht. Okay, ich lasse es lieber. Ich mir hier einen Kopf und Genick breche. Kopf und Kragen. Diese ganzen Viecher, die hier überall rumsterben. Ist ja schrecklich. Wir müssen mal irgendwo hier finden, wie wir auf diese Feldspitze hier hochkommen. Wir rennen da sowieso ziemlich querfeldein. Insofern ist ja auch nicht weiter schlimm. Ach, guck mal. Rottmunds Hügelgrab entdeckt. Ein Hügelgrab, ach ja. Oh Gott. Ja, wollen wir da gleich mal rein? Ich frage mich gerade einfach mal so. Was meint ihr da hinten auch noch? Was ist noch so ein Hügelgrab? Oh. Scheint ja hier richtig einen tollen Ort aufgetan zu haben. Lydia, die ist wahrscheinlich wieder 50 Kilometer hinter uns. Oder einen Berg runtergefallen oder so, man weiß ja nie. So, gehen wir mal in den Hügelgrab rein. Ich gucke jetzt mal gerade mir ein bisschen so die Karte an. Weiß ich übrigens auch gar nicht. Kenne ich mich gar nicht aus. Kann sein, dass wir hier wieder ein schwarzes Buch finden. Kann aber auch sein, dass wir hier gar nichts finden. Ich meine, Hügelgräber hört sich ja schon mal gut an für schwarzes Buch. Mal gerade ein bisschen so Jagd auf schwarze Bücher. Was ja eigentlich mal nicht schlecht ist. Wenigstens ein Thema. Da hinten kommen wir wieder raus. Das sieht man doch. Das ist wieder so eine schiebbare Wand. Das ist irgendwie ziemlich billig getarnt ist irgendwie. Naja. Oh. 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 Na gut, heißt wohl schwimmen. Me too, my friend. Krass. Tja. Keine Ahnung, wie es ausgelöst wurde. Was weiß ich. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ach. Kann ich diese Axt mitnehmen? Nee, anscheinend nicht. Ich guck mich erstmal ein bisschen um. Scheint hier einen tollen Ort aufgetan zu haben. Bisschen Eisenpfeile, ja. Kann man immer gebrauchen. Ein bisschen Gold. Einen Zwergenkriegshammer, nicht danke. Nicht danke, genau. Nein, danke. Tja, ich guck mal, ich tauche mal gerade noch ein bisschen hier. Obwohl, nee, geht gar nicht. Kann nur das Wasser abfließen. Tja. War es das hier etwa schon? Ist ja ranzig. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das schon war. Hey. Hey, lass das Wasser unten. Boah, ist ja fies. Soll ich hier saufen oder was? Ja, klar. Geht schon. Tja. Bringt du das nicht viel? Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das schon war. Ich guck mal auf die Karte. Und cheate mal ein bisschen. Weltkarte? Nee, da steht nämlich noch nicht abgeschlossen. Insofern muss es hier noch weitergehen. Kann ich mit dieser Axt hier nichts anfangen? Ist ja schade. Guck ich gerade nochmal. Gibt es hier denn noch irgendwas anderes? Kann man hier hinten vielleicht nochmal ins Wasser hüpfen und dann tauchen oder so? Ne? Geht nicht. Leider. Tja. Also hier ist doch ganz eindeutig diese Dinger hier. Sind doch ganz eindeutig diese Schiebetüren. Ach ja! Schiebetüren! Ja, aber Schiebetüren, die man sogar von hier öffnen kann. Ach super. Schöne Sache das. Ist ja echt mal nicht schlecht. So ein bisschen getarrend. Okay, wehe, jetzt fließt hier Wasser bis zum Abwinken rein. Okay, gut. Ach. Ja gut, das war ja billig. Aber wenigstens ein bisschen Kram dafür abrollen können, ist auch super. So, Truhe. Gold, Schutzkreis. Toll. Und Gold, starke Ausdauer, super. Können wir gleich wieder einen Händler rufen. Hier so ein bisschen mehr gefunden haben. Weil der hat nämlich immer wieder neues Inventar. Also der refüllt sich immer mit Geld und so. Keine Ahnung woher. Wahrscheinlich aus dem Dämonenland oder so.